Herzlich willkommen zu einer kleinen Preview von dem Diablo 3 PTR. Ich will euch mal den neuen Marodeur zeigen. Der wurde ein bisschen abgeändert und nicht nur der, auch die Türme. Hinsichtlich, die haben jetzt Aufladung, die sieht man hier unten an der kleinen 3. Das heißt, ich kann relativ schnell, kann ich mal zeigen hier, einfach ganz fix die Türme stellen und dann dauert das eigentlich 8 Sekunden, bis sie aufgeladen werden. Aber man sieht, dass das geht hier schon ein ganzes Stück schneller, weil das durch die Abklingzeit auch ein bisschen runtergeht. Also, was weiß ich, jetzt irgendwo 6 Sekunden oder so ungefähr bei mir. Ganz wichtig scheint jetzt doch Maßanfertigung zu werden, weil man damit eine Aufladung mehr hat. Und ja, direkt mal ein paar mehr Türmchen stellen kann. Ansonsten hat sich nichts geändert. Durch den Bombenrucksack kann ich trotzdem 5 stellen. Ich habe halt nur 3 Aufladungen. Das ist so die kleine einzige Beschränkung, weil sonst wäre das auch ein bisschen krass. Aber das ist auch schon so, glaube ich, noch nicht final balanciert, weil dieser Zweierbonus mit diesen 40% mehr Schaden, das pro Geschützturm, das ist richtig krass. So, und ich will das mal demonstrieren an einem Neffe, einen ganz normalen Rift jetzt. Wir sind hier Qual 6 wohlgemerkt. Und dann hoffen wir mal, dass auch ein paar Gegner da sind. Ja. Füllen wir mal den Rift. Ein würdiger Gegner. Das ist unmöglich. Nicht genug Hass. Ich brauche also vielleicht ein, zwei Mal schießen und die Gegner sind überhaupt schon tot. Das geht hier so schnell. Schön 90 Millionen Hits. 127. Und ich habe noch nicht mal den Wolf benutzt. Nein, das werde ich nicht tun. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ja, man muss selber schießen jetzt, aber die Raketen sind trotzdem selbstsuchend und die finden ihr Ziel. Hälfte voll. Und wir sind hier vielleicht eine Minute drin. Zack, 3 Türme stehen. Gegner weg. Ich meine, ich habe zwar einen Kritterschuss, aber wirklich brauchen tue ich den eigentlich nicht. Weil, wenn ich die Türme stelle hier und zwar mal einen Splitterfall reinmache, sind die weg. Die Champ, nochmal 2 Türme, ein bisschen Hass holen und. Das geht super, super schnell jetzt, also. Schon gleich durch. Das ist eigentlich nur noch die Monsterdichte entscheiden. Aber ich glaube, man sieht sehr schön an dem Patch, dass sie auch angehoben worden ist. Also wirklich leere Stellen finde ich gar nicht mehr. Das werdet ihr nicht überleben. Das kann ich nicht tun. Ist schon fast zu leicht. Nicht ausreichen.
Wächter da. Mal gucken, wie viel Geschütztürme ich noch hinkriege. Ich warte immer noch. Ich brauche nicht so viele. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so live geht, weil das einfach viel zu stark ist. Ich muss zurückkehren. Was auf jeden Fall sehr stark jetzt hilft, ist, wenn man Vorbereitung reinnimmt und das Hass wiederherstellt. Beim dritten Spender braucht man ja jetzt nicht, also reicht eigentlich, eigentlich reicht der Splitterpfeil, reicht komplett und man hat einen von den kostenlosen Primärfähigkeiten auf der Taste. Klar, wenn Kritterschuss ist natürlich was anderes, dann kann ich den Elementarpfeil reinnehmen und der wird dann auch von dem Turm geschossen. Die beiden machen halt enorm viel mehr Schaden dann. Ich komme gar nicht hinterher, die irgendwie die Türme zu stellen und zu schießen. Weil das so schnell alles jetzt geht. Und was ich wirklich wichtig finde, ist der Wickeltuch vom Seelenernter. Wo man sich ja dann durch die Heilkugeln auch nochmal den Hass wiederholt. Und dann ist es eigentlich gar kein Problem, also da so durchzurennen. Ich bin auch schon durch einen 31er Rift gerannt. Testweise. Und ich hatte, ich weiß nicht, noch 12 Minuten am Ende oder so fertig. Übrig, also das ist Wahnsinn. Ja, Blizzard, ihr dürft das gerne so übernehmen, das Set. Freue ich mich, wenn das live geht und ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick gehabt in den PTR und bis zum nächsten Mal.